begrüße euch zu einer weiteren Folge der Bavarian Treasures, den schönsten und spannendsten Schätzen Bayerns auf der Spur. Diesmal das mysteriöse Höllbachtal und seine Geheimnisse. Ich wünsche euch viel Spaß! Die Wanderung beginnt beim Hölle Naturschutzgebiet. Taucht ein in eine Welt voller Natur, Schönheiten und mystischen Gebilden, welche das Wasser formte. Der Höllbach, der so friedlich beginnt, bahnt sich nach paar hundert Metern tobend und laut wie ein Gebirgsbach in vielen Windungen seinen Weg. Vorbei an massiven, wie von Riesen wahllos in die Gegend verstreute Granitfelsen, tiefe Schluchten, bunte Wiesen und dichten Wäldern. In Wiesenfelden entsprungen, mündet er schließlich bei Wörth in die Donau. Die tonnenschwere Felsen, welche mit Moose und Flechten überzogen sind, laden ein zum Klettern und Springen. Aber Vorsicht! Ein gutes Schuhwerk und richtige Kleidung sind zu empfehlen. Das beeindruckende Höllbachtal ist ein knapp 20 Hektar großes Felsental des Falkensteiner Vorwaldes. Dieser Wanderweg ist eine Besonderheit, der seinesgleichen sucht. Die glatt und rund geschliffenen Steine, die meterhohen Gesteinsformationen und die riesigen Granitfelsen, auf denen sogar Bäume wachsen, regen die Fantasie an, sodass man in den Bäumen und Felsen Figuren und Gesichter erkennen kann. Dieser so mystische Ort bietet viele Plätze zum Abschalten, Entspannen und Träumen. Neben Felsen, welche aussehen wie riesige Gesichter, kann man bei genauem Betrachten seltene Vögel, Schmetterlinge oder anderes Getier entdecken. Das Naturschutzgebiet Höllbachtal hat eine große Bedeutung im Artenschutz und bietet Lebensraum für viele Tiere. Jetzt noch ein paar wichtige Tipps: festes Schuhwerk für die Wanderung, Verpflegung und Mückenspray, da man sich nahe am Wasser befindet.
Das ist das Höllbachtal. Ich wünsche jedem, der es besucht, unvergessliche Erinnerungen. Aber denkt daran, ihr haltet und schützt unsere Natur. Wir haben nur diese eine.